beginnt alles. Die Start- und Zielgerade von Le Mans. Der berühmte Dunlopbogen. Die Anfahrt zu dem Essig. Ich befinde mich jetzt in Tertre Rouge und biege auf die Pinadier-Gerade ein. Ich schalte in den vierten Gang. Jetzt. Kilometer lange Pinadier-Gerade vor mir. Augenblicklich ist wenig Verkehr, jedoch im Rennen ist es teilweise sehr gefährlich, die langsamen Autos zu überholen, wie hier zum Beispiel die Carreras. Jetzt kommt die schnellste Kurve in Le Mans, die wird mit 340 jetzt durchfahren, Vollgas. Mühlsam. 300 Meter Anfangspunkt. Zurückschalten. Die langsamste Kurve im Limon. 60 Kilometer. Ich muss jetzt etwas langsam tun. Die Carreras haben mich nicht gesehen. Jetzt kann ich erst vorbei. Die Anfahrt zur Indianapolis-Kurve, Eingang im vierten Gang, hier, zurück auf den zweiten, kurz in den dritten für Arnage und dann wieder zweiter und erster. Rotes war das weit. Hier muss ich etwas langsam tun, weil ich nicht weiß, was der Carrera macht. Okay. Die Porsche-Kurve. Und alles im dritten Gang. Muss ich wieder warten, bis der 935 die nächste Kurve durchfahren hat. Und jetzt kann ich erst überholen. Anfahrt zu den zwei letzten Schikanen. Die erste. So sieht der Le Mans-Pilot die berühmte Hochgeschwindigkeitspiste in der Sarthe aus dem Cockpit des Martini Porsche 936. Für das Team von Martini Porsche beginnt das berühmteste Langstreckenrennen der Welt seit über 20 Jahren in einer kleinen Dorfgarage. Téloché heißt der Ort, wo die letzten Vorbereitungen getroffen werden. Die Fahrerteams nehmen Maß in ihren Rennwagen. Die dreifachen Le Mans-Sieger Henri Pescarolo und Jackie X. Pearlie Haywood und Jürgen Barth. Manfred Schurki und Rolf Stommelen. Werden die geholt? Freitagnachmittag,
Fahrerbesprechung. Ich glaube, das muss der Fahrer entscheiden hier, weil das so verschieden ist. Dann kann es auch passieren, dass wir eben viel Verkehr haben an der Box. Ja? Es kann trocken aussehen an der Box und hinten auf der Gerade regnen, sondern es ist absolut unmöglich zu fahren. Wie auch im Training. Im Training war es schon mal stellenweise besser. Die halbe Runde ein bisschen anders sind. Ja. Ja. Aber ein bisschen größer ist und dann schon wieder vorgehen. What we feel that during the first 4 or 6 hours we should not care for the speed. Der Rennleiter geht noch einmal die Marschroute durch. If they go very fast, let them go. And last year, you know, that we were surprised that so early he sticks back and you could pass him. So we do not know what they are going to do. But during the first hours, it's not necessary to follow anyone or to race with anyone. In the final stage of the race, nobody what will happen, and then you can decide another way. But from the beginning, really not. Klein fängt man an in Le Mans. Die 8 Kilometer zwischen Garage und Rennpiste legen die Rennwagen traditionsgemäß über offene Landstraßen zurück. Im modernen Rennsport nimmt die Reifentechnik eine Schlüsselrolle ein. Der Aufwand ist enorm. Der Reifenkrieg ist bei den Sportwagen wesentlich intensiver als zum Beispiel in der Formel 1, wo es nur einen Hersteller gibt. Was ist für Sie besonders wichtig an Le Mans und wie groß ist der Aufwand, den Sie hier betreiben? Ja, für Dunlop ist Le Mans das größte Einzelrennen in diesem Jahr, und zwar für die europäische Dunlop-Gruppe. Wir arbeiten hier zusammen, Dunlop Frankreich, England und wir von Deutschland. Wir haben 10 Monteure, die etwa 1000 Reifen hier bewegen. Wir haben 5 Ingenieure, die an der Boxe den ganzen Betrieb überwachen. Und wir haben ja schon sehr früh im Winter angefangen, mit Porsche gemeinsam Entwicklungsarbeit zu betreiben. Porsche ist ja ein traditioneller Partner von uns, nicht nur im Sport, sondern auch in der Serie. Und wir haben sehr viel Entwicklungsarbeit, speziell auch für den Gruppe 6, betrieben. Und die Ergebnisse im Training und Rennen zeigen, dass wir gut gearbeitet haben, zusammen mit unseren Freunden von Porsche. Wir waren ja im Training 6 Sekunden schneller über dem Rundenrekord. Das geht natürlich im Wesentlichen auf den Wagen, aber wir glauben auch, dass der Reifen einen kleinen Anteil hat. Die Ansprüche in Le Mans sind ja bekanntlich sehr groß, nicht nur auf Schnelligkeit, sondern Ausdauer und auch auf die wechselnden Witterungsbedingungen. Wir versuchen halt, die 24 Stunden von Le Mans zum 24. Mal zu gewinnen. Mit dem Aufmarsch der Boliden am Samstagmorgen beginnt die Spannung in Le Mans. Der Martini Porsche 936, 3 Liter Hubraum, 520 PS, Spitze über 330. Martini Porsche 935. Favorit Renault hat nicht weniger als 4 Wagen aufgeboten. Auf 3 Autos vertraut das französische Inalterra Team. Der Optimismus im Porsche Team ist offensichtlich. We are here really two Porsches against six Alpine engines, and that's a lot for two cars. I think the best way at Le Mans, without doubt, is to drive his own race, and we have decided on yesterday's briefing, we have decided to run a certain speed, let's say 3 minutes 45, and we will go on for maybe 6-12 hours like that. And then afterward we will see exactly what the situation is. Porsche Star und Hobbyfilmer Jochen Maas, immer in Terminnöten, hat für sein Team in Le Mans nur die Rolle eines Kameramannes übernommen. Der große Moment steht kurz bevor. Start zu den 24 Heures du Mans. Die Alpine Renault und die Martini Porsche noch auf Tuchfühlung. Wer wird es schaffen? Rolf Stommelen im 935 attackiert schon in der ersten Runde auf der Außenbahn. Ins
Insgesamt 55 Autos dürfen in Le Mans starten. Gerade ist der Albtraum der Motorenkonstrukteure. 5 Kilometer lang Vollgas und über 300 Kilometer pro Stunde. Nach dem hektischen Startgeplänkel sind die Ausgangspositionen bezogen. Jabouille auf Renault, vor dem forschen Rolf Stommelen und Jackie X. Beginnt der 935 leicht zu rauchen? Aber gehen tut er noch voll. Henri Pescarolo im grünen Helm hat von X die Nummer 3 übernommen. Der Routinier gibt sein Debüt bei Porsche. Plötzlich Alarm in der Porsche-Box. Heywood kommt unplanmäßig herein. Es ist die Einspritzpumpe. 38 Minuten Reparatur werfen den 936 auf den aussichtslosen 41. Platz zurück. Ohne Enttäuschung geht es nie in Le Mans. Aber dann der Schock. Nummer 3, der X-Pescarolo-Wagen, kriecht rauchend in die Box. Die Diagnose trifft wie ein Keulenschlag die gesamte Mannschaft. Irreparabler Motorschaden. Porsches Spitzenauto ist out. When the car broke, did it happen slowly or did it break very suddenly? No, everything was beautiful in the car. The oil pressure, oil temperature, everything was perfect, and suddenly the engine broke, and I think it's the road which broke, but it was really very, very sudden. Where did it happen? It happened coming back to Indianapolis. So I was on fifth gear at 6.500 about. Wird Jackie komplett ausfallen oder den anderen Wagen übernehmen? Nein, wir möchten dem Jackie X auch nach diesem Pech die Chance geben, der erste Vierfachsieger in Le Mans zu werden. Er wird als dritter Fahrer auf den Wagen Nummer 4 umsteigen und es werden sich von jetzt an Heywood, Bart und X in diesem Wagen abwechseln. Der nächste Schlag.
Mit durchgeblasener Zylinderkopfdichtung kommt der 935 herein und muss aufgeben. Wolf, du hast den Wagen gefahren zuletzt. Was war kaputt gegangen? Plötzlich nach der Signalbox hatte ich das Gefühl, als wenn mir der Auspuff weggebrochen war, also dem Geräusch nach zu urteilen, und der Motor hatte keine Leistung mehr. Bin dann mit langsam fahrendem Auto ganz langsam noch hier in die Boxe gekommen. Man hat festgestellt, dass irgendwas am Zylinderkopf nicht in Ordnung ist. Was genau haben wir, wissen wir noch nicht. Ja. Manfred, du bist jetzt aus dem Spiel völlig, oder wirst du vielleicht noch irgendeinem anderen Team mitfahren können? Ich glaube das nicht, weil wir haben jetzt zwei Autos, die aus sind, und 6 Piloten, glaube ich, ist etwas zu viel für ein Auto. Der Kampf um Le Mans 77 ist erst 4 Stunden alt und praktisch schon entschieden. 3 Renault, souverän an der Spitze. Der letzte im Rennen verbliebene Martini Porsche mit 9 Runden Rückstand auf Platz 15. Ist das das Ende oder lohnt es sich noch zu kämpfen? Die Porsche-Strategen entscheiden alles oder nichts. In einer schonungslosen Aufholjagd sollen X, Barth und Haywood versuchen, die führenden Renault unter Druck zu setzen, vielleicht sogar noch einzuholen. Die Chance ist minimal, aber rechnerisch vorhanden. Das Publikum ist das Rennen gelaufen. Es wendet sich dem Vergnügungspark zu. Aber bei Martini Porsche wird gekämpft. Speziell Jackie X wächst über sich selbst hinaus. Sich bis zur Erschöpfung verausgaben, nimmt er dem noch sorglosen Renault-Geschwader Runde um Runde ab. Well, Jackie, this was a very, very good drive. Everything okay with the car? Well, apparently this car is maybe a little bit more difficult to drive because we have a current oversteer. But all the rest, I should say, gearbox and engine and brakes are very, very good. I mean, extremely good condition. Great. And the time we are doing at the moment are reasonably easy. You know, you broke the lap record. You've done the fastest time so far. Well, I mean, the most important thing is to be but have a rest now. First at the finish. Romantik und Risiko. Die Nacht von Le Mans. Im Regen liegt der Martini Porsche nur noch wenige Runden zurück. Neue Hoffnung kann kommen. Bei Renault spürt man den Druck und man wird nervös. Und dann werden die Ängste Realität. Der führende Jabouille kommt in die Box. Motorschaden, aus, vorbei. Alle Renault haben das Tempo verschärft. Die Konsequenzen kommen in kurzer Folge. Tombé, Josso reparieren einen Getriebeschaden, fallen hinter den Porsche zurück und die Fahrt von Depailler-Lafitte stoppt einen Motorschaden. Was keiner mehr für möglich hielt, ist passiert. In der 20. Rennstunde hat der Martini Porsche die Führung erobert. Mit 5 Runden Vorsprung liegen X, Barth, Haywood sogar uneinholbar an der Spitze. Well, it's been your first time in Le Mans and your first time in this Porsche sports car. What did you think of that race so far? Well, so far I'm really happy. It's been a terrific race. It's been exciting. The car is
terrific. It's very easy to drive, and I'm just thrilled that the first time that I could come to Le Mans, I would have a winning car. Heywood übernimmt zum letzten Mal von Barth. Spürst du die nachlassende Konzentration bei den Leuten? Wurden die im Verlauf der Nacht schlechter oder hat sich das so im Level gehalten? Viel, viel schlechter. Speziell bei den langsamen Autos merkt man, die gucken gar nicht mehr in den Rückspiegel. Und das ist für dich dann schlimm, wenn du da mit 300, wer weiß was, ankommst. Es kam einmal durch den Lautsprecher durch, die hätte sich mit irgendjemand berührt, und zwar mit dem de Cadenet. Das stimmt. Und zwar in Arnage habe ich ihn ausgebremst. Und das ist die Konzentrationsschwäche, die viele Leute zeigen. Er hat mich nicht gesehen. Und zog nach rechts rüber und da haben wir leicht touchiert, aber es war nicht schlimm. Rennstunden sind eine Ewigkeit. Noch 46 Minuten. Und dann ein neuer Tiefschlag. Mit müden, unregelmäßig laufendem Motor hat sich der tapfere Porsche in die Box geschleppt. Die übermüdete Mannschaft befällt Depression. Aber dann reißt sie sich noch einmal zusammen, ein letztes Mal. Zu reparieren gibt es nichts mehr, ein Kolben ist defekt. Man muss versuchen, sich ins Ziel zu retten. Die Zündung des betroffenen Zylinders wird stillgelegt. Um in der Dramatik keinen Formfehler zu machen, wird das Regelbuch befragt. Es sagt, dass der Porsche noch zwei Runden fahren und exakt nach 24 Stunden die Ziellinie erreichen muss. Jürgen Barth, als der technisch versierteste der drei Fahrer, übernimmt das Steuer. Eine Stoppuhr soll zwei Runden nach Maß ermitteln. Herr Barth, der Start wurde gegeben um 16.15 Uhr gestern. Also ich um 16.15 Uhr Schluss. Nach der Uhr. 16 Uhr und 15 Sekunden. Ja? Also wenn Sie eine Minute nach vier hier sind, ist okay. 10 Minuten vor Rennschluss geht Barth in die schicksalhaften Runden. Sind zum Zerreißen gespannt. Dann endlich die Erlösung. Er kommt. Langsam, abgekämpft, aber er kommt als Sieger, an den vor Stunden niemand mehr geglaubt hatte. Porsche ist es der vierte Sieg in Le Mans, aber zugleich der denkwürdigste. Im Jubel der Siegerehrung löst sich die Spannung eines der dramatischsten Rennen in Le Mans. Ja, aber zuerst müssen Sie zum Mercedes-Benz.